In diesem Haus hier, im Kleinbasel, hinter diesen Scheiben, war vor 60 Jahren noch ein richtig Dingeldangel-Lokal. Ich erinnere mich noch, dass hier korpulente Damen vom Orchester Tele Ladies Jazz-Trompete gespielt und sehr kräftig auf die Pauke gehauen haben. Und immer hat es auch Kiebitz hier an den Fenstern, die reingeneist haben, weil nämlich die Tele Ladies trotz vorgeschrittenem Alter immer ziemlich freizügig auftreten sind. Gerade im Haus hier nebenan, hier vorne, ist früher noch das Kleinbasler Kino Maxim gestanden. In der Mitte der Fassade war die Kinokasse. Und links und rechts konnte man in den Flimmertempel hineingehen. Meistens waren zwei Filme im Programm. Ein Detektivfilm und ein Cowboyfilm. Und in beiden ist fleissig geschossen worden. Darum hat man dann dem Flimmertempel auch Revolverküche gesagt. Als Lehrling konnte man nur einen Rasierstuhl leisten können. Ein Drittklassplatz ganz vorne unter der Leinwand. Dort haben wir zwar alles gross, aber auch ein wenig undeutlich gesehen. Im Winter sind dort aber auch ältere Kleinbasler gesessen, die gemütlich während der Vorstellung gestrickt haben. Hey jo, sie haben halt Wärme im geheizten Kinosaal gesucht. Die Toiletten im Kino Maxim sind, sagen wir es höflich, sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Sie sind zuerst oben offen gewesen, aber oben sind halt auch die Lagerräume von der alten Rheinbrücke, wo ja heute Manor heisst. Und von dort oben runter haben manchmal Lagerarbeiter in die Damentoiletten vom Maxim geschaut. Danach hat man zuerst ein Holzbrett über die Kabinette gelagert. Aber weil das dann plötzlich Gucklöcher bekommen hat, hat man schließlich auch blicksichere Metalldecken montiert. Trotz dieser Um- und Zustände, sie war eigentlich ganz nett gewesen im alten Kleinbasler Kino Maxim. Und wenn man Lust hatte, hat man das Doppelprogramm auch zum gleichen bescheidenen Eintrittspreis von 80 Rappen bis 2 Franken zweimal anschauen. Das ist selber das Mal, wo man noch gar nichts vom Fernsehen gewusst hat. Auch wegen der aktuellen Wochenschau sehr interessant gewesen.